Gut, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße euch und Sie zur Veranstaltung 50 Jahre nach 68. Was bedeutet Internationalismus heute? Ich freue mich dazu, zwei Gäste begrüßen zu dürfen, K.D. Wolf und Boris Kanzleiter. K.D. Wolf ist 1943 in Marburg geboren und war von 67 bis 68 der erste Vorsitzende des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. 1970 gründete er den Verlag Roter Stern und später den Strömfeld Verlag, der vor allem durch seine historisch-kritischen Editionen der Gesamtwerke von Hölderlin, Kafka, Robert Walzer, Tragl, Kleist bekannt war. Für dieses bedeutende verlegerische Wirken erhielt er 2009 auch das Bundesverdienstkreuz. Herzlich willkommen, K.D. Wolf. Viel wichtiger war nicht das Bundesverdienstkreuz, hat mich ja niemand gefragt, ob ich das haben wollte. Viel wichtiger war, dass die Universität Basel, also im Ausland, mir vor 3 Jahren einen Ehrendoktor verliehen hat, obwohl ich nicht ein einziges Examen gemacht habe. Okay. Und auf der anderen Seite begrüße ich Boris Kanzleiter. Boris Kanzleiter ist ein Jahr nach 68, nämlich 1969, in Stuttgart geboren. Er studierte deutsche Literatur und Altamerikanistik an der FU Berlin und in Mexiko, wo er 1994 die zapatistische Bewegung in Chiapas unterstützte und Mitglied der Mexiko-Gruppe beim FDCL war. Nach erfolgreicher Promotion zum Thema 68 in Jugoslawien baute er ab 2009 das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Südosteuropa in Belgrad auf. Seit Juni 2016 ist er nun Direktor des Zentrums für internationalen Dialog und Zusammenarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch dir herzlich willkommen. Mein Name ist Hanna Pfennig, ich bin Mitarbeiterin im besagten Zentrum für internationalen Dialog der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich freue mich heute mit euch beiden ins Gespräch darüber zu kommen, was Internationalismus heute, 50 Jahre nach 68, bedeutet. Dabei werden wir natürlich mit dem Vietnamkongress beginnen und erfahren, welche internationalistischen Impulse von 68 ausgingen. Anschließend interessiert mich, wie ca. 25 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, internationale Solidarität durch die zapatistischen Bewegungen in Chiapas verstanden und auch beeinflusst wurden. Und schließlich fragen wir uns, wie ein neuer Internationalismus in der heutigen Welt aussehen kann. Ich würde Sie euch bitten, eure Zwischenfragen oder Kommentare zunächst zu sammeln. Wir werden im Anschluss an das Gespräch noch etwa 20 Minuten Zeit haben, um Fragen aus dem Publikum aufzugreifen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, aber so wie ich das sehe, sozusagen hier vorne das Podium. Gut. Dann, genau heute, vor 50 Jahren, am 17. Februar 1968 eröffneten Sie im Alter von 25 Jahren als Vorsitzender des SDS den Vietnamkongress. Auch wenn ich selbst damals noch nicht geboren war, habe ich eine ganz gute Vorstellung von der damaligen Szenerie, da ich zufällig ungefähr vor 10 Jahren in dem Bernd Eichinger-Film der Bader-Meinhof-Komplex als Komparsin im TU Audimax saß und auf Anweisung des Regisseurs Ho 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 Chi Minh rufen sollte. Allerdings bedurfte es noch einiger technischer Tricks, um diese 500 Komparsen dieses revolutionäre Gefühl zu vermitteln, der über 5000 Teilnehmenden. Darum nun an dich die Frage, wie hast du diesen Kongress damals empfunden? Was waren für dich die wichtigsten Rednerinnen? Welche Reden und Impulse sind dir in Erinnerung geblieben und was würdest du als prägend bezeichnen? Der Vietnamkongress in West-Berlin im Februar 1968 hat verschiedene Seiten. Einerseits waren wir durch die Zusammenarbeit mit 40 oder 50 Studenten und Jugendorganisationen aus der ganzen Welt so stark geworden, dass der West-Berliner Senat, der die Veranstaltung und die Demonstration eigentlich verbieten wollte, das dann tatsächlich nicht konnte. Das war sozusagen die eine Ebene. Und das andere war das speziell im Westberliner SDS entwickelte Konzept. Da hatte Rudi Dutschke zusammen mit Christian Semmler ein sogenanntes internationales Forschungsinstitut INFI gegründet. Und dieses Institut hatte
die Parole ausgegeben, die dann auch Rudi Dutschke in seinem Hauptvortrag ausführte und das als Parole richtig lancierte, vom Protest zum Widerstand. Und dann, Sie erinnern sich an die Fotos, die große Parole von Che Guevara, die Aufgabe des Revolutionärs ist es, na? Revolution zu machen, das wissen Sie doch. Die Parole vom Protest zum Widerstand, je länger es her ist, desto mehr finde ich sie höchst problematisch. Und zwar vor allem deshalb, weil sie alles, was wir in den Jahren davor schon gemacht haben, auf eine ganz extreme Weise entwertet. Zusammen mit Burkhard Blüm vom Frankfurter SDS und Raimund Reiche, mein Vorgänger als SDS-Vorsitzender, hatten wir schon 1965 angefangen, zum Beispiel amerikanische GIs, die nicht nach Vietnam gehen wollten, zu unterstützen und ihnen zu helfen, zu desertieren und nach Schweden sich zu schmuggeln. Das war keineswegs bloß Protest. Das war wirklich Widerstand. Und das war ein Widerstand, der auch von der amerikanischen Armee und von der Generalbundesanwaltschaft, wie wir später hörten, auch durchaus ernst genommen wurde. Ich bekam Anfang der 80er nämlich eine Mitteilung vom Generalbundesanwalt. Da wurde mir also mitgeteilt, dass seit 1967 alle meine Telefone abgehört worden waren, weil ich das NATO-Truppenstatut verletzt hatte. Und wenn man die Rede von Rudi Dutschke beim Vietnamkongress anguckt und sieht, wie er ein Zerschlagen der NATO verlangt, dann ignoriert das völlig, dass wir mit dieser Kampagne zur Unterstützung der GIs, die nicht nach Vietnam gehen wollten, längst dabei waren, die NATO zu unterlaufen. Wie haben Sie das konkret gemacht, die Unterstützung der GIs, die desertieren wollten? Ach, das hat Spaß gemacht. Wir haben kleine Aufkleber gemacht und damit gingen vor allem die blonden Mädchen aus dem SDS in die amerikanischen Kneipen, vor allem im Bahnhofsviertel in Frankfurt zum Beispiel. Gab auch noch ein paar andere. Und dann wurden diese kleinen Zettelchen ins Klo geklebt und da stand dann: Don't go to Vietnam, if you don't want to go to Vietnam. Die Telefonnummer der Kontaktperson vom SDS oder vom AStA. Und dann wurden die Leute von einer Station zur anderen immer mit dem Auto erst von Frankfurt nach Göttingen und von Göttingen nach Hamburg und von Hamburg nach Kiel und von Kiel nach Schweden. Und auch auf der Fähre gab es dann keine Probleme? Nein, das war ganz interessant. Die GIs, die bekamen eine Art Truppenausweis, mit dem konnten sie ohne weiteres halblegal nach Schweden fahren. Und jedenfalls, als sie auf das Schiff, auf die Fähre dann kamen, da war dann schon keine deutsche und keine amerikanische Kontrolle mehr, sondern da kam dann nur die schwedische Kontrolle. Und die Schweden haben denen sofort Asyl gegeben. Wenn man anguckt, was in Schweden jetzt in den letzten Jahren los ist, dann wundert man sich, wo sind denn eigentlich die Schweden alle hin, die damals den amerikanischen GIs geholfen haben, nicht nach Vietnam zu gehen. Nochmal zurück zum Vietnamkongress. Der Wendepunkt des Vietnamkrieges durch die Tet-Offensive war bei der Organisation des Kongresses ja noch nicht abzusehen. Das war ja erst 2 Wochen vorher. Welche Debatten haben denn euch im Vorfeld bewogen, einen solchen Kongress in der Größe zu organisieren und sozusagen so breit aufzustellen? Dass der Kongress so groß werden würde, das haben wir nicht gewusst. Wir haben halt das, was wir konnten, versucht zu machen. Und vor allem gerade der Westberliner SDS, die haben also mit dem Bundesvorstand nur relativ moderat zusammengearbeitet. Auch, dass ich den Kongress dann eröffnet habe, das war sozusagen eine Art Zugeständnis des Westberliner SDS, der sich ja eigentlich viel unabhängiger gefühlt hat. Ich weiß nicht,
ob Sie es wissen, aber es war ja tatsächlich so, dass im Westberliner SDS und wie reell das genommen wurde, kann man schwer sagen, aber geredet wurde jedenfalls explizit so, die Vorstellung entstand, man könnte Westberlin zu einer unabhängigen UN-Stadt machen, die dann als Leuchtturm gewissermaßen in staatssozialistischen Osten leuchten würde und den ganzen Osten und den ganzen Westen zum Zusammenbruch bringen würde. Das glaubt man nicht, dass so kluge Leute wie Rudi Dutschke oder Christian Semmler oder Wolfgang Lefebvre, dass die so wirklich diskutiert haben. Aber das haben die ganz ernst gemeint. Das war ganz erstaunlich. Als ich im Frühjahr 1979 als erster Deutscher nach Bert Brecht zum unamerikanischen Ausschuss des amerikanischen Senats vorgeladen wurde, da habe ich mich am Abend vorher mit Meschkat und Eckhard Krippendorf in New York getroffen und meine Rede vorbereitet. Und da erzählten sie mir auch nochmal, dass im Berliner SDS doch immer noch die Konzeption ganz stark wäre, dass West-Berlin der Leuchtpol werden sollte, von dem aus Westeuropa, ganz Osteuropa aufrollen sollte. Schöne Vorstellung, nicht wahr? Auf dem Kongress waren ja 44 Delegationen aus 14 verschiedenen Ländern. Und die Solidarität mit der vietnamesischen Revolution wurde eben auch klar als Teil der sozialistischen Weltrevolution verstanden, die auch gesagt hast, mit der sich die Studentenbewegung solidarisierte. Welche Strategien habt ihr denn als SDS gehabt mit genau dieser internationalistischen Ausrichtung? Also du hast gesagt, es war nicht so groß geplant, aber ihr habt ja doch sehr breit und weit eingeladen aus 14 verschiedenen Ländern. Was war sozusagen der Hintergrund dazu? Ich glaube, wir haben noch viel mehr Leute eingeladen. Wir haben so viele Einladungen verschickt, wie wir überhaupt nur konnten. Ne? Und wer dann wirklich im Endergebnis gekommen ist, das war eigentlich mehr oder weniger dann eine Überraschung. Und der SDS hatte ursprünglich ja im Wesentlichen Arbeitsbeziehungen und Kontakte zu den linkssozialdemokratischen Jugendverbänden, so wie der SDS ursprünglich ja mal der linkssozialdemokratische Studentenverband der SPD gewesen war. Also so hatten wir Kontakte nach Norwegen, nach Schweden, nach Dänemark, nach Belgien und Frankreich und so weiter. Und dann kamen auf einmal nicht nur diese Verbände, sondern mindestens drei verschiedene trotzkistische Gruppen aus Frankreich und mindestens vier verschiedene Sortengruppen aus Japan. Also wenn jetzt gesagt wird, es waren 40 Delegationen insgesamt da, ich glaube, das ist nicht genug. Es waren schon noch viel mehr. Aber die wurden natürlich nicht alle gezählt. Und wenn aus Japan drei trotzkistische Gruppen kamen, dann haben wir gesagt, es sind Trotzkisten aus Japan auch da. Okay. Und bei den Trotzkisten weiß man ja sowieso nie, wie viel es davon gibt, ne? Aber es war schon klar, dass es sozusagen diese Solidarität international aufgestellt und sozusagen international auch weiter verfolgt werden sollte, oder? Ja, wobei wir schon das Wichtigste fanden, dass die Opposition in den USA selbst auch sich verstärkt hatte. Und wenn man sieht, wie die Opposition, die demokratische, radikaldemokratische Opposition in den USA das schließlich geschafft hat, die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der USA zu kippen. Da hat unsere Unterstützung für diese amerikanische Protest- und Bürgerrechtsbewegung eigentlich dazu beigetragen, dass die Vietnamesen den Krieg wirklich gewinnen konnten. War von den Amerikanern auch jemand mit dabei? Oh ja, Da waren Leute von SNCC, also Student Nonviolent Coordinating Committee, die waren da und die Bernadine Dorn vom Students for Democratic Society, die mich dann später zu meiner Rundreise 69 nach USA eingeladen hat. Und ich bleibe da noch kurz dabei, wie wurde das sozusagen von diesen internationalen Gästen denn dann weitergeführt? Gab es dann auch Impulse danach in den jeweiligen Ländern? Oder was waren sozusagen, wie wurde das weitergeführt? Das hatte es ja sowieso schon gegeben. Die
amerikanischen Demonstrationen gegen den Krieg in Vietnam hatten, glaube ich, am 21. Oktober 1967 schon zu internationalen Demonstrationen aufgerufen. Das war die erste große Demonstration, die das Pentagon damals umzingelt hat. Und da waren überall in Westdeutschland Demonstrationen und auch Demonstrationen in Paris und in Kopenhagen und in Stockholm und in Oslo. Boris, kurz zu dir. 1968 gab es ja wenige Länder außerhalb dieser Blockkonfrontation, die ja maßgeblich und prägend für diese Zeit war. Du hast eine Dissertation zu 68 in Jugoslawien geschrieben. Damals war das ja ein Land, was eine besondere Rolle in der Bewegung der blockfreien Staaten hatte. Wurde auch dort diese Solidarität mit der sozialistischen Revolution geteilt oder welche Debatten waren da die prägenden? Ja, es ist tatsächlich interessant, dass der Vietnamkrieg auch in Jugoslawien der Anstoß war für die Entwicklung einer studentischen Protestbewegung. Und zwar 1966 gab es die ersten Straßenschlachten auch in Belgrad vor dem US-amerikanischen Konsulat. Studierende haben protestiert gegen den Vietnamkrieg und haben die jugoslawische Regierung, die zu dem Zeitpunkt balancierte zwischen Ost und West in diesem Blockkonflikt, dafür verantwortlich gemacht und angeklagt, dass sie zu stark kollaborierte mit dem US-Imperialismus und haben sich sozusagen auf die Seite Vietnams gestellt gegen die eigene Politbürokratie, die man an der Macht sah, die eben zu stark Kompromisse eingegangen ist mit dem westlichen Imperialismus. Daraus hat sich dann später eine große Studentenbewegung entwickelt in Jugoslawien, die im Juni 1968 kulminierte in der Universitätsbesetzung in Belgrad. Da wurde die Rote Universität Karl Marx proklamiert und ausgerufen, also eine Universitätsbesetzung. Und es gab sehr viele andere Aktionen auch in anderen Landesteilen Jugoslawiens. Was, glaube ich, aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist zu betonen, der Internationalismus dieser Bewegung. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich die Verbindung schafft, sozusagen quer zu den unterschiedlichen Orten, an denen sich 68 artikuliert hat. Ich glaube, der Historiker Immanuel Wallerstein hat 68 als eine Weltrevolution bezeichnet. Und ich glaube, das ist ein richtiger Begriff für diese Bewegung. Es war eine internationalistische Bewegung, die auf sich Bezug genommen hat, also an den unterschiedlichen Orten, aber hat sich eben artikuliert an unterschiedlichen Orten der Welt in unterschiedlicher Form. Es gab einerseits in Osteuropa Bemühungen um eine Demokratisierung des Sozialismus, also der Prager Frühling, auch die weniger bekannten Proteste in Polen, die in Polen selbst eine wichtige Rolle gespielt haben, eben auch die Proteste in Jugoslawien. Es gab dann in den westlichen Ländern die Studentenproteste, die ja nicht nur begrenzt waren auf Studierende. In Frankreich auch der große Generalstreik, in vielen anderen Ländern auch, in Italien, also eine Mobilisierung sozusagen, die sich gewendet hat gegen Kapitalismus und Imperialismus und eben auch in den Ländern des sogenannten Trikons, um in der Terminologie der Zeit zu bleiben, die antiimperialistische Revolution gegen den Imperialismus. Und das hat alles gleichzeitig stattgefunden und aufeinander Bezug genommen. Und ich glaube, das ist aus heutiger Sicht auf jeden Fall wichtig, dass man 68 trotz dieser ganzen nationalen Unterschiede immer noch als globale Protestbewegung in erster Linie einfach begreift. Gab es da eigentlich auch Bezüge, also vom SDS zu Kräften in der DDR und wie sahen die aus, oder beziehungsweise nach Osteuropa? Das war ja nicht so einfach in dieser Zeit. Nach Osteuropa, nach Prag. Nach Prag. Also Rudi Dutschke ist ja in der Woche vor dem Attentat auch in Prag gewesen und hat Kontakte gehalten zur studentischen Protestbewegung in Prag, die den Prager Frühling sozusagen noch vorantreiben wollten. Zu den Polen hatten wir damals noch gar keine Kontakte. Und in die DDR, da gab es Kontakte zu jemandem wie Wolf Biermann. Und auch in den Diskussionen, die wir mit Möchtegern-Kommunisten
von der verbotenen DKPD, die wir mit denen führten. Da haben wir dann immer gesagt, wer hat mehr Kommunisten ermordet, Hitler oder Stalin? Was ist denn mit Wolf Biermann los? Und dann war die Diskussion schon zu Ende. Und die Diskussion um den Prager Frühling, die hat sich in den Jahren drauf ganz interessant entwickelt. Und die westdeutsche Studentenbewegung hat sich dabei eigentlich schon vollkommen gegenseitig aufgerollt und gespalten. Da hat Fidel Castro, der eine oder die andere von Ihnen wird sich erinnern, eine vierstündige Rede gehalten und den Angriff des Warschauer Pakts und der Sowjetunion auf die Tschechoslowakei gerechtfertigt. Und dann gab es tatsächlich ein Grüppchen von ehemaligen SDSlern in Frankfurt, die sofort die Rede von Fidel Castro übersetzten und auf Deutsch verbreiteten mit einem Vorwort, ausgerechnet von Hans-Jürgen Krahl. Wenn heute über Hans-Jürgen Krahl gesprochen wird, denkt man nicht, dass er in so einer Situation damals es für nötig gehalten hätte, die Entwicklung zum Prager Frühling in der Weise eigentlich hinterlistig anzugreifen. Und da merkt man aber auch, dass der Schwung, der in die Studentenrevolte vorher geführt hatte, dass der anfing, sich zu zersplittern und in alle möglichen Sekten und Ersatzparteien sich auflöste. Du hast ja gerade schon angedeutet, viele deiner Weggefährten haben sich ja in den folgenden Jahren auch entweder politisch radikalisiert oder haben den Marsch durch die Institution des Establishment begonnen. Du hast bereits 1970 den Verlag Roter Stern gegründet und kritisch-historische Ausgaben deutscher Autoren herausgegeben. War dies deine Art, sozusagen die politische Arbeit weiterzuführen, oder war das eher sozusagen eine Abwendung von den konkreten politischen Kämpfen? Na, ich musste mir ja überlegen, was ich mache. Ich hatte auf einmal 38 große Strafverfahren für Demonstrationsaufrufe und ich war ganz erleichtert und entzückt, weil ich wusste, Rechtsanwalt kann ich jetzt nicht mehr werden, muss ich auch nicht mehr. Und dann habe ich also meinen Verlag gegründet und am Anfang war das aber keine Hauptarbeit von mir, sondern da machten wir halt Propagandabroschüren für die politischen Projekte, an denen wir arbeiteten, also Broschüren für die Black Panther und eine Zeitschrift Erziehung und Klassenkampf für linke Lehrer und linke Sozialarbeiter und so. Und nach ein paar Jahren hat mein Freund Michael Leiner und ich uns hingesetzt und haben überlegt, wollen wir diesen Verlag eigentlich weitermachen, wollen wir, was soll unsere Rolle dabei sein, wollen wir noch mal was anderes lernen oder wollen wir uns immer weiter selbst instrumentalisieren? Und dann haben wir beschlossen, wir machen jetzt nur noch Bücher, die wir selber kaufen würden. Das klang damals kühner, als es heute klingt. Und dann haben wir, mehr oder weniger zufällig, einen Werbegrafiker in Kassel kennengelernt, D.E. Sattler. Der schrieb mir auf ein Buch, was ich ihm geschickt habe, er könnte uns beweisen, dass alle bisherigen Hölderlin-Ausgaben den Text des Dichters verstümmeln, entstellen und zensurieren. Da sind wir ins Auto gestiegen nach Kassel und haben ein halbes Jahr lang mit ihm die Anschriften angeguckt und überlegt, wie man das machen kann, und haben dann den Schlüssel gefunden, dass man eine Handschrift, die im Entwurfsprozess ist, als Faksimile abbilden muss und dazu eine diplomatische Umschrift macht. So was hatte es vorher noch nicht gegeben. Und es war auch nicht voraussetzungslos. Das Hölderlin-Stück war schon erschienen. Das berühmte Buch von Pierre Berthaud
über Hölderlin als Jakobiner war schon erschienen. Und wir merkten auf einmal, es wird Auseinandersetzung geben über den Zugang zu den Handschriften. Und es hat uns wirklich toll Spaß gemacht, dass wir merkten, eben können wir ein Stück Kulturbetrieb, dem bürgerlichen Kulturbetrieb, entreißen. Wie wurde das denn von deinen politischen Weggefährten wahrgenommen? Haben die dich dabei unterstützt oder war das, wurde das eher kritisch gesehen? Hast du die Debatten weiter verfolgt oder mitgestaltet? Ja, die Debatten waren interessant. Einerseits gab es Leute, die uns als Verräter denunzierten, weil wir Hölderlin wichtiger fanden als die portugiesische Revolution. Dabei hatte ich über das Verhältnis von Hölderlin und die portugiesische Revolution noch nie mich geäußert. Und die wussten auch nicht, dass ich mich für Portugal interessiert habe und eigentlich Portugiesisch gelernt hatte, weil ich damals noch gedacht hatte, eigentlich müsste man auswandern. Aber als dann die Studentenrevolte anfing, da wusste ich, ich konnte in Deutschland doch bleiben, ne? Aber die Leute, die dachten, sie können die portugiesische Revolution gegen mich und meine Hölderlin-Ausgabe ausspielen, das war schon sehr drollig. Na, und es gab dann auch Leute, die gemerkt haben, wir nehmen uns ein Stück Kulturgeschichte und ein Stück Tradition, das zu uns gehört. Hölderlin war ja Linker oder Jakobiner oder sowas ähnlich, sowas wie ein deutscher Jakobiner. Und natürlich konnten wir vorher nicht wissen, was dann wirklich sehr seltsam war, dass es wirklich buchstäblich Hunderte von Germanistikstudenten gegeben hatten, die eigentlich über Hölderlin promovieren wollten. Und die Promotionen schlugen alle irgendwie fehl und die brachen ihr Studium ab oder beendeten es irgendwie und wurden alle Feuilleton-Redakteure, buchstäblich Hunderte. Und als wir mit Hölderlin anfingen, Sie können sich das nicht vorstellen, da kriegten wir innerhalb von wenigen Monaten buchstäblich Hunderte von Anrufen, wo diese Journalisten uns dann sagten, jetzt begreifen wir es. Natürlich ist es Quatsch, über Hölderlins Entwürfe zu schreiben, wenn man nicht den richtigen Text hat. Und die bisherigen Ausgaben hatten nicht den richtigen Text. Ich komme jetzt auch nochmal zurück zum Internationalismus. Ich malte in Ost-Berlin Mitte der 80er Jahre bei Pioniernachmittagen Sonnenblumen für die Befreiungsbewegung in Nicaragua. Und auch in Westdeutschland waren die internationalistischen Solidaritätsinitiativen, die in den 70er Jahren entstanden sind, vor allem durch die Hoffnung auf eine globale Emanzipation durch nationale Befreiungsbewegung in den Ländern des Südens geprägt. Doch die Perspektiven dieses Internationalismus wurden spätestens mit dem Epochenbruch von 89 oder der Wahlniederlage der Sandinisten 1990 zerstört. Nach diesem angeblichen Ende der Geschichte gab es nur mit den zapatistischen Aufständen, die 1994 in Chiapas begannen, wieder einen neuen Hoffnungsschimmer für linke politische Bewegungen. Boris, du warst zu dieser Zeit in Mexiko, hast da studiert und bist direkt nach Chiapas gefahren. Wie hast du dies vor Ort erlebt? Mit welchen politischen Eindrücken bist du dann zurückgekehrt und was ist dann passiert hier in Berlin? Ich habe Anfang der 90er Jahre begonnen, hier in Berlin zunächst zu studieren, habe auch die Wende ein bisschen mitbekommen aus westlicher Perspektive, aber habe auch mich sehr interessiert für die Entwicklung innerhalb der DDR und habe teilgenommen an der großen Demo, zum Beispiel am 4. November 89, und hatte so ein bisschen diese ganze Entwicklung in der DDR, den Zusammenbruch des Sozialismus, das war für mich einschneidend für die Politisierung eigentlich in der Zeit. Und es war eine große Niederlage für jemanden, der links steht, obwohl ich eine sehr kritische Haltung natürlich zum Staatssozialismus hatte. Wir saßen hier Anfang der 90er Jahre in Berlin rum, in Kreuzberg hauptsächlich. Wie alle Schwaben bin ich natürlich nach Kreuzberg gezogen, vielmehr dann auch nach Pankow und Prenzlauer Berg. Und waren alle sehr frustriert über die Niederlage des Sozialismus und die Perspektivlosigkeit der Weltrevolution.
aus dem Grund bin ich dann, nicht aus dem Grund, aus manchen anderen Gründen, zum Beispiel meiner damaligen Freundin auch, bin ich dann nach Mexiko gezogen Ende 93 und wollte eigentlich die Geschichte der deutschen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die in Mexiko im Exil waren, während dem Nationalsozialismus untersuchen, darunter sehr wichtige Funktionäre auch der KPD, wie Paul Merker, der ein bisschen in der Oppositionsstaat sozusagen innerhalb des KPD-Exils, aber auch Anna Segers und viele andere deutsche Antifaschisten und Antifaschisten, die nicht in die USA gekommen sind, aber eben nach Mexiko, weil Gustav Regler zum Beispiel, weil Mexiko, also Lázaro Cárdenas, der damalige Präsident Mexikos, ein Asylangebot gemacht hat an Antifaschisten aus Europa. Auch die Spanienkämpfer sind zum großen Teil nach Mexiko, auch Leo Trotzki war ja dann in Mexiko. Das war eigentlich das Thema meiner Magisterarbeit, die ich damals schreiben wollte. Und dann ging am 1. Januar 1994 die Revolution los in Mexiko. Hatte ich nicht erwartet. Ich kannte das Land ja kaum, aber war natürlich voller Hoffnung, dass jetzt ich zufälligerweise im richtigen Fleck bin, um jetzt doch noch in den Genuss zu kommen, an der Revolution teilzunehmen. Und bin natürlich dann damals mit meinen Freundinnen und Freundinnen, die ich ziemlich schnell gefunden hatte in Mexiko, nach Chiapas gefahren als Journalist und als Aktivist und habe versucht, dort in Kontakt zu kommen mit den zapatistischen Aufständischen. Wir haben Solidaritätsaktionen gemacht, Konvois dahin gefahren und so weiter. Das war alles nicht so gefährlich, wie sich das anhört, weil schon nach wenigen Tagen militärischen Auseinandersetzungen ja dann Waffenstillstand war und es auch möglich war, in die zapatistischen Gebiete einzureisen, ohne dass man da in irgendeiner schwerwiegenden Gefahrensituation war. Wichtig war dann, dass die Zapatisten einen Aufruf gestartet haben, dass man sie nicht nur dadurch unterstützen soll, humanitäre Hilfe zu leisten, sondern dass wir bitte zurückgehen sollen, wo wir herkommen, um dort sozusagen politisch aktiv zu werden und eben die Verhältnisse umzuwerfen in den Ländern sozusagen, aus denen also die ganzen Internationalistinnen und Internationalisten kamen, die teilgenommen haben, zum Beispiel an dem ersten großen zapatistischen Treffen im August 1994 in der Selva Lacandonas. Also Subkommandante Markus hat das dort auch wirklich so explizit gesagt und wir haben in Berlin dann eine Mexiko-Gruppe gegründet im FDCL, im Mehringhof und haben versucht, Solidaritätsarbeit zu entwickeln. Die Zapatisten haben damals einen Aufruf dann gestartet und haben gesagt, wir wollen als internationalistische Bewegung uns entwickeln und einen intergalaktischen Kongress organisieren mit Linken weltweit. Und wir haben für diesen intergalaktischen Kongress, der dann tatsächlich stattgefunden hat im Sommer 96, im Frühjahr 96 ein großes Vorbereitungstreffen gemacht im Mehringhof, Treffen gegen Neoliberalismus und für eine menschliche Gesellschaft hieß das. Das war also direkt sozusagen der Aufruf der EZLN, das zu organisieren in Berlin. Und da kamen 1000 Leute aus ganz Europa. Das war das europäische Vorbereitungstreffen. Und danach gab es eben den sogenannten Intergalactico, den großen Kongress in Chiapas. Und da haben sich sehr, sehr viele Menschen versammelt, aus unterschiedlichsten sozialen Bewegungen, Protestbewegungen, linken Gruppen weltweit, die tatsächlich nach einer Perspektive gesucht haben zur Entwicklung einer linken Politik nach dem Fall der Mauer und in diesem neuen politischen Kontext. Und darin sehe ich aus heutiger Sicht im Grunde wirklich einen wichtigen Moment in der Entwicklung von internationalistischer Politik, weil sich ein paar Paradigmen umgestellt haben. Also bis 89 in der Zeit der Blockkonfrontation ging es den Befreiungsbewegungen im Trikont in der Dritten Welt um die Machtergreifung, auch oft durch militärische Bewegungen gestützte Projekte der nationalen Befreiung und der Übernahme der Staatsmacht. Die Zapatisten haben das nicht mehr verfolgt. Sie haben einfach die Waffen, die haben gesagt, wir nehmen die Waffen in die Hand, um sie wieder abzulegen. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen auch keine Macht. Wir wollen die Gesellschaft von unten verändern, durch eine tiefgreifende Demokratisierung von Gesellschaft und der Entwicklung von Autonomien. Das war ein ganz neues Modell und hat sehr viele Leute frustriert, die aus antiimperialistischen Gruppen nach Chiapas gekommen waren und dachten, der Volkskrieg wird jetzt dort weitergeführt. Es sind einfach andere Fragen in den Vordergrund getreten, die Frage von Demokratie, die Frage von Menschenrechten,
Die Frage, ich sag mal, von Minderheitenrechten, also die Zapatistas waren ja oder sind Indigenas, viele Themen, die eigentlich im Grunde nach 68 entwickelt worden sind durch die neuen sozialen Bewegungen in der neuen Linken, also Feminismus und so weiter, kam dann mit den Zapatisten sozusagen in einer neuen Form nochmal, in eine neue Artikulation und eben als sehr internationalistisch orientierte Bewegung. Und aus dieser Bewegung hat sich sehr viel entwickelt, glaube ich, obwohl sie damals relativ schwach war, sind aber dort Impulse ausgegangen für die Weltsozialforen, die dann in der Folge im Grunde zum ersten Mal organisiert worden sind und für viele andere Prozesse, die heute einfach anders aussehen, als es in den 70er Jahren der Fall war. Damals, Kade Wolf hat es angesprochen, hat man Weltparteien des Proletariats gegründet in Form von sehr vielen vierten internationalen maoistische Organisationen und so weiter. In den 90ern ging es darum, was anderes zu entwickeln, nämlich Netzwerke, eine Vernetzung von, ich sag mal, von unten entwickelten demokratischen Strukturen, ohne Hierarchien, ohne Zentrum, mehr als so eine Vernetzung. Und das entsprach vielleicht dann einfach auch der Situation nach dem Fall der Mauer, also nach sozusagen der Wegfall der Blockkonfrontation, ist, glaube ich, die Matrix, auf der sich heute auch internationalistische Politik weitergründet. Wie hast du denn diesen Epochenbruch wahrgenommen, diesen Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus? Hast du diese Debatten verfolgt? Hast du diesen Wechsel der internationalistischen Bewegung mitbekommen? Was war sozusagen deine Einschätzung zu dem, was Boris hier gerade skizziert hat? Ja, ich habe die schon mitbekommen. Das war unvermeidlich. Ich habe auch immer FAZ und NZZ gelesen. Und gerade die NZZ hat ja auch sehr ausführlich über diese Bewegung in Lateinamerika zum Beispiel immer berichtet. Auch das ändert sich übrigens jetzt, ne? Die NZZ, die entlässt Dutzende von ihren Redakteuren. Und wenn es dann keine Zeitung in Europa mehr gibt, die wirklich diese Sorte Berichterstattung hat, was machen wir denn dann? Aber also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, beim Verfolgen der politischen Entwicklung nach dem Mauerfall, dass ich dafür zuständig bin, wie es jetzt dann weitergehen soll. Ich bin jetzt bald 75 und ich bin froh, wenn ich meinen Verlag an jemanden geben könnte, der ihn weiterführt, und dann schreibe ich meine Memoiren. Welche generationellen, also gab es sozusagen generationelle Überschneidung, oder war das tatsächlich eine neue Generation, die dann auch sozusagen diesen neuen Internationalismus mitgestaltet hat? Na, ich glaube, es gibt schon eine große Kontinuität auch, wenn man die internationalistische Bewegung anschaut. Also ich sag mal, in Westdeutschland der 70er Jahre, die sich ja sehr stark entwickelt hat, auch aus 68, zum Beispiel IZ3W, Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg, die Zeitschrift, die hat gerade auch ihr 50. Jubiläum, ist 68 gegründet worden. Viele Strukturen der Solidaritätsarbeit sind Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre gegründet worden. Sie sind sicherlich schwächer geworden dann in den 90er Jahren, aber sind ja als Institution, als Organisation, als Zeitschriften, als Medien immer noch da, und auch viele Genossinnen und Genossen repräsentieren diese Kontinuität. Es gibt da schon eine Kontinuität. Es gibt aber halt politische Brüche, glaube ich, die ziemlich groß sind, und ist ja auch logisch, weil sich der gesamte politische Kontext völlig verändert hat über die letzten 50 Jahre. Im 89, würde ich sagen, ist da natürlich auch der Epochenbruch für internationalistische Politik und Praxis. Und insofern gibt es Kontinuität und Bruch, und aber, glaube ich, heute nach wie vor und mehr als je die Notwendigkeit, internationalistische Politik einfach zu entwickeln. Auch die Bundeskoordination Internationalismus, die ja auch in den 70er Jahren aus diesen Eine-Welt-Gruppen in Westdeutschland gegründet wurde, dieser Anfang der 2000er Jahre nun in den globalisierungskritischen Bewegungen, die sich 1999 in Seattle begonnen haben, eine neue Bewegung internationalistischer Solidarität, die der Ansicht der BUKO nach radikal global sein sollte. Um dem Neoliberalismus, der ja auch global aufgestellt war, etwas entgegensetzen zu können.
Eine Vielzahl kritischer NGOs mobilisierte dann 2008 mit einer Kampagne zu globalen sozialen Rechten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Und auch das Zentrum für internationalen Dialog, das du in der Stiftung leitest, versucht nun unter genau diesem Begriff durch politische Bildungsarbeit diese emanzipatorischen Kräfte weltweit zu stärken. Ist dies sozusagen eine Fortsetzung des linken Internationalismus? Na gut, natürlich, wir sehen unsere Arbeit als also linke internationalistische Arbeit. Und was wir eben als Auslandsbereich der Luxemburg-Stiftung versuchen, ist, auf diesen neuen Herausforderungen in adäquater Weise zu reagieren. Und ein, glaube ich, wichtiger Punkt, der heute die Situation unterscheidet von der damals in den 60er und 70er Jahren, ist, dass es Themen gibt, die sich heute sozusagen schon als per se sozusagen aufdrängen, als globale Herausforderung, zum Beispiel der Klimawandel. Ich glaube, damals hat wahrscheinlich sich niemand Gedanken gemacht über den Klimawandel. Heute ist es ein globales Problem und Herausforderung, die sehr, sehr viele soziale Implikationen hat und eingebettet ist sozusagen auch in die Frage des Nord-Süd-Verhältnisses, in Klassenverhältnisse und hat eine soziale Dimension. Wenn wir heute internationalistische Politik entwickeln, müssen wir solche Themen, die global aufgestellt sind, schon durch ihre Ursachen, politisch adressieren und versuchen, eine Politik zu entwickeln, die einfach global darauf antwortet, auf diese globalen Herausforderungen. Das ist heute, glaube ich, ein Stück weit eine andere Konstellation als damals. Es gibt einfach nicht mehr diese Blockkonfrontation. Die Machtzentren haben sich auch komplett verschoben. Es gibt heute sehr mächtige Industriestaaten im ehemaligen Trikont, sage ich mal. Brasilien oder China sind heute Global Players. Das heißt, wir haben nicht mehr diese eindeutige Trennung in Nord und Süd, sondern eher eine sich verändernde Struktur der weltweiten Machtverhältnisse, der Produktionsverhältnisse, der Art und Weise, wie sozusagen weltweit Machtpolitik ausgehandelt wird. Ja, das ist multipolarer geworden und darauf muss man natürlich heute auch ganz andere Antworten suchen. Und was unser Ansatz ist, ist halt, dass wir versuchen, ein Stück weit die Themen zu identifizieren, wo es soziale Proteste gibt und Protestbewegungen, wo es Möglichkeiten gibt, anzuknüpfen im Norden, im Süden, an den unterschiedlichen Orten, die es weltweit gibt, weil wir eben in der glücklichen Lage sind, dadurch, dass wir halt eine große Organisation sind mit sehr vielen Auslandsbüros und sehr vielen Partnern weltweit, dass wir da aus unterschiedlichen Perspektiven dann Beiträge leisten können, um diese globalen Probleme aus linker Sicht auch global zu beantworten. Diese heutige Welt und dieses Netzwerk, was du gerade, also sozusagen die neue Bewegung, die eher als Netzwerk aufgestellt ist, hat ja auch die entsprechenden Medien, um in solcher Art und Weise arbeiten zu können. Wir haben auch soziale Medien, wir haben das Internet, wir haben Skype. Das war damals ja anders. Einfach mal eine ganz praktische Frage. Wie war das, wie hat man das damals gemacht? Man konnte sich nicht einfach so anrufen und Nachrichten schicken und über Facebook Leute mobilisieren. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie das praktisch aussah. Telefon gab es schon. Ja, das ist nicht überall, aber ja. Mehr als man denkt. Und die Mittel, die es gab, die wurden halt benutzt. Und dann war es auch sehr schön, dass man wohin fahren konnte. Ne? Und man musste nicht nur einfach über Paris nachdenken, man konnte auch nach Paris fahren. Ne? Wobei ein wirklicher Schock dann war, dass man nach Paris kam und die Genossen trafen sich mit uns und verabredeten sich mit uns in lauter Cafés. Und dann haben wir gesagt, und wo sollen wir schlafen? Da waren die vollkommen schockiert, weil natürlich in der Zeit noch niemand Leute nach Hause einlud und denen ein Bett gab. Das machten wir längst. Und diese Sorte Wohngemeinschaften, die sich gegenseitig Betten ausleihen, das gibt es in Frankreich natürlich inzwischen auch. Aber damals gab es noch nicht, die waren da viel vornehmer. Das hat dann übrigens in der Mai-Revolt auch eine ganz seltsame Rolle gespielt. Es gab einen
Pariser SDS. Der hatte 15, 20 Mitglieder, ganz nette Leute dabei, auch ein paar Leute, die dann später mit Foucault zusammengearbeitet haben und dafür gesorgt haben, dass die ganze neuere französische Theorie auch übersetzt wurde und bei Suhrkamp erschien. Und die riefen jeden Abend aus Paris an, im SDS-Büro, um uns zu sagen, was los ist, was passiert ist und so weiter. Und die meldeten sich immer am Telefon, ist Kadé da? Und dann wurden die schließlich alle von der Polizei in Paris einkassiert. Und alle, die da verhaftet worden waren, wurden gefragt, qu'est-ce que c'est, Kadé? Kann sich gar nicht vorstellen, dass man jeden Abend telefoniert. Heute schreibt man Posts auf Facebook. Das sind schon andere Themen. Bei der Blog-Konfrontation ging es ja sozusagen ganz klar um den Kampf auch gegen den imperialistischen Kapitalismus. Bei der globalisierungskritischen Bewegung Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er Jahre, ging es ja vor allem auch um Kritik an dem Neoliberalismus. Und heute, würde ich sagen, ist es auch und vor allem der erstarkte Autoritarismus, dem wir von links etwas entgegensetzen müssen. Welche Ansätze linke Organisierung haltet ihr dabei denn eigentlich gegenwärtig für besonders relevant? Welche Strukturen oder Bewegungen sollten gestärkt werden, um auch sozusagen in Bezug auf den neuen Autoritarismus eine internationalistisch aufgestellte Bewegung ermöglichen zu können? Das muss er beantworten. Nee, das wollte ich gerade sagen, da würde ich jetzt gerne auf deine Expertise zurückgreifen. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Es ist ziemlich schwierig, ja, weil klar, dass wir das müssen, ist klar. Nur wie, ja, und das ist ein großes Problem. Also ich denke schon, dass ein Stück weit der Ansatz nicht unbedingt nach der Macht zu streben, sondern nach der Veränderung von Gesellschaft von unten zu streben, dass das ein wichtiger Ansatz ist, wobei der natürlich auch mit Macht verknüpft ist, wobei es aber da nicht unbedingt darum geht, immer die Staatsmacht oder Regierungsmacht zu übernehmen. Ich glaube, dass die Linke gut beraten ist, sehr kritisch und vorsichtig zu sein bei dem Versuch, Staatsmacht zu ergreifen oder auch Regierungsmacht zu ergreifen. Das kann richtig sein und notwendig sein, aber die Geschichte lehrt uns, dass es schwierig ist, die Staatsmacht auch demokratisch auszuüben und damit Gesellschaft zu transformieren, oder emanzipatorisch zu transformieren. Das heißt, die Linke sollte sich organisieren von unten in der Gesellschaft und versuchen, Kräfteverhältnisse zu verschieben. Und das heißt, dass wir Basisorganisation stärken müssen, Organisierung von unten, und zwar überall, wo das möglich ist. Ob es am Arbeitsplatz ist, in Betrieben, in Stadtvierteln, auf kommunaler Ebene, in den Universitäten, im Bereich der Medien, Kultur und so weiter, geht es darum, einfach die Selbstorganisation von unten zu stärken und Vernetzung, und das in internationalistischer Absicht. Ich denke, das ist eben heute enorm wichtig, weil der Autoritarismus ist ja verknüpft auch mit einem neuen Nationalismus und Rechtspopulismus, der ausschließt und ausgrenzt und marginalisiert. Und das Streben nach Demokratisierung muss ein Streben sein, das emanzipatorisch und universell ist sozusagen, das für alle gilt. Also wir fordern globale soziale Rechte für alle, ja, jenseits von Grenzen. Und in dieser Hinsicht glaube ich, dass beides zusammengehört, Demokratisierung und Internationalismus. Doch noch eine Einschätzung von dir? Aber trotzdem interessiert mich, wir haben jetzt hier sozusagen dich als Experten der damaligen Zeit, 50 Jahre nach 68. Was waren denn sozusagen die wichtigsten Erfahrungen dieser vor 50 Jahren oder sozusagen aktueller erlebten internationalen Solidarität, die sozusagen schon längerfristig auch geprägt haben? Was würdet ihr vielleicht der heutigen Generation, der mit 20-Jährigen, mit auf den Weg geben wollen? Nichts? Nein.
Warum nicht? Weil das sozusagen wirklich nicht vergleichbar ist? Ich bin gar kein Pädagoge. Nein. Selber machen, würde ich auch sagen. Also jede Generation muss das von neu für sich erfinden, den Weg. Da stimme ich zu. Aber sozusagen diese internationalistische Ausrichtung an sich ist schon was also sozusagen, ne, wenn du gesagt hast, Basisorganisation stärken, man kann natürlich auch jeder für sich selbst im eigenen Sachen, aber ich verstehe sozusagen auch das, was wir jetzt gehört haben, diesen internationalistischen Ansatz schon, dass man eben über den eigenen Tellerrand hinausschauen sollte, dass man gucken sollte, was passiert in anderen Teilen der Welt und sich dazu ins Verhältnis setzen sollte, oder? Ja, aber das ist noch nicht Internationalismus. Was ist es dann? Die CSU guckt auch, was die österreichische ÖVP macht. Und die gucken sogar, was Herr Orban in Ungarn macht. Ne? Aber das allein ist es nicht. Ne? Was ist es dann für dich? Das nicht. Gut, dann lassen wir das vielleicht an der Stelle erstmal so stehen. Vielen Dank erstmal für die erste Runde. Ich würde jetzt den Raum öffnen. Viele interessierte Gesichter. Gibt es Fragen an KD oder an Boris Kanzleiter? Ja, hallo. Meine erste Frage ist an Sie, KD Wolf. Welche Rolle spielt denn eigentlich Ihr Bruder Reinhard sozusagen in der 68er-Bewegung? Ich habe ja eben an der Alex-Salomon, jetzt heißt er Alex-Salomon-Hochschule, studiert und war immer begeistert von seinen Seminaren. Er ist nebenbei gesagt der Pionier des neuen Kinderschutzes in Deutschland, also Reinhard Wolf. Auch im ND-Interview wird er gar nicht erwähnt, aber ich dachte immer, ihr wart sozusagen das Team beim SDS. Die zweite Frage ist, was Sie überhaupt nicht erwähnt ist, dass der Internationalismus zu realsozialistischen Zeiten natürlich anders organisiert war. Die DDR hat staatlich sozusagen Internationalismus gemacht, indem sie die Befreiungsbewegung unterstützt hat. Die FDJ hat Freundschaftsbrigaden geschickt, in Nicaragua wurde ein Krankenhaus gebaut, die SWAPO wurde hier in Berlin unterstützt, der ANC und so weiter. Das ist ja alles irgendwo weggebrochen. Außerdem habe ich den Eindruck, dass sich auch in diesen Befreiungsbewegungen vieles sowas von verändert hat. Also Angola, wo jetzt die Familie Santos, wie die heißt, da das Sagen hat, obwohl sie Millionen aus dem Erdölgeschäft machen. Und das Dritte ist, die Linkspartei zerreißt sich fast an dem Problem des Internationalismus in der Frage der Flüchtlinge. Und die erwähnt das überhaupt nicht. Also das ist schon eine sehr zugespitzte Situation, wie weit wir als Internationalisten sozusagen bereit sind, Flüchtlinge ins Land zu lassen oder den Möglichkeiten, die dagegen stehen. Es gibt ja auch so ein Grundsatzpapier, wie ich gelesen habe, des Vorstandes der Linken, wo darüber diskutiert wird. Das würde mich schon interessieren, wie weit der Radius unseres Internationalismus reicht auf dem Hintergrund, dass wir eben in der Welt immer noch nationalstaatlich organisiert sind und nicht eine internationale Großorganisation in irgendeiner Weise haben. Selbst die Arbeiterklasse oder die Prekariaten haben ja alle sowas bis jetzt nicht. Also, das wären so meine Fragen. Sollen wir erstmal sammeln und dann anschließend beantworten? Nee, dann bitte direkt. Erstmal mein Bruder Reinhard, der hier so schön gelobt worden ist, sitzt hier vorne. Also ihr könnt euch wieder bekannt machen auch. Die anderen Fragen haben wir heute Nachmittag schon mal in einem Interview darüber diskutiert, ob das, was Frau Wagenknecht zum Beispiel macht, ob das internationalistisch ist oder ob das nationalistisch ist. Also darüber kann man sich zerstreiten. Ich bin froh, wenn ich das mitkriege, dass ich nicht Mitglied einer politischen Partei bin. Ich habe auch nicht vor, es zu werden. Ich bin, als ich 14 war, in die SPD eingetreten.
Und dann wurde ich, als ich SDS-Vorsitzender wurde, rausgeschmissen. Und seitdem habe ich auch genug von Parteien. Willst du zu den beiden Fragen noch was sagen? Ja, ich bin Mitglied einer Partei. Ist tatsächlich nicht so einfach manchmal. Aber ich spreche hier nicht als Mitglied der Partei, sondern als Beschäftigter in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir sind parteinah und wir vertreten unsere eigenen Positionen auch und decken auch in unserer Arbeit ein Spektrum ab, das noch über die uns nahestehende Partei hinausgeht, sozusagen. Das ist unser Auftrag. Die Flüchtlingsproblematik ist natürlich tatsächlich eine der entscheidenden Themen eines Internationalismus, also eines der Themen, die internationalistische Politik heute adressieren muss. Das ist eines der wichtigsten Themen für internationalistische Praxis, auch hier in Deutschland selbst. Die ganze Bewegung der Menschen, die sich eingesetzt haben oder einsetzen für die Unterstützung von Flüchtlingen, ich sehe darin eine ganz sehr konkrete internationalistische Praxis auch. Aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Aspekte. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir über Fluchtursachen reden und darin immer auch die Rolle der Bundesrepublik Deutschland, der Regierungspolitik, aber auch der Industrieländer insgesamt an vorderster Stelle diskutieren. Denn ob es die enormen weltweiten Ungleichgewichte sind in der Verteilung von Reichtum oder ob es Kriege sind, und beides sind die hauptsächlichen Fluchtursachen. Ich möchte noch dazu nennen auch den Klimawandel und andere ökologische Probleme. Das sind ja Probleme, die hier gemacht werden. Und in diesem Sinne muss man mit Karl Liebknecht sagen, der Hauptfeind steht im eigenen Land und wir adressieren hier die Politik der Bundesregierung beziehungsweise westliche Industrieländer oder Industrieländer insgesamt und des kapitalistischen Systems, das diese Fluchtursachen schafft. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Achse bei der Diskussion über Flüchtlinge. Man muss es immer in diesen weltweiten Kontext einbetten, weil wenn man das reduziert oder wenn man das nicht tut, ja, dann landet man einfach immer bei Debatten über Obergrenzen, über unterschiedlichste Grenzregime und so weiter. Und das ist natürlich eine Debatte, die letztendlich menschenfeindlich ist, ja, weil ausgeklammert ist, wer profitiert von diesem Weltsystem und wer sozusagen kommt in die Lage, dass er flüchten muss. Und das muss, glaube ich, im Vordergrund von unserer Politik sein. Wenn wir jetzt konkret schauen, die Situation mit Syrien, die Situation in der Türkei, die deutschen Panzer, die in Syrien über die Türkei oder durch die türkischen Streitkräfte eingesetzt werden, gibt es sehr, sehr viele Themen, die man in dem Kontext von der Fluchtproblematik hier artikulieren kann und muss, ohne in diese falsche Debatte reinzubekommen von Obergrenzen. Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Also das zentrale Problem sehe ich darin, es gibt viele Analysen über die Lage in der Welt und auch sogar differenziert Europa nach Erdteilen, Asien, China und so weiter. Was aber fehlt, ist von der Analyse her mal eine Theorie zu entwickeln, die für breite Schichten in der ganzen Welt zum Mobilisierungsfaktor wird. Das heißt, einer solchen Richtung könnte man sich anschließen. Solange wir keine theoretische Grundlage haben, wie wir die Welt verändern möchten, unter Berücksichtigung breiter, widersprechender Interessen, können wir so viel über Internationalismus reden und diskutieren, es wird daraus nichts werden. Das ist meine Auffassung. Okay, fertig.
Teilt ihr diese Einschätzung? Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zwischen 1968 und heute ist ja, wir haben uns damals identifiziert mit einer Befreiungsbewegung, von der wir erwartet haben, dass sie eine globale Umwälzung auch auslösen kann. Und heute, sag mal, wenn man nach Vietnam fährt, wird man diese Erwartung nicht mehr haben. Und ich sehe auch nicht sonst irgendein Land, wo wir heute sozusagen von hier aus die Hoffnung hätten, dass von dort die Revolution ausgehen wird. Also das müssen wir schon, irgendwie sind wir da stärker als damals auf uns selbst angewiesen. Und bei uns haben wir ja nun gegenwärtig auch nicht so eine Naherwartung, wie man sie damals gehabt hat. Von meiner Erfahrung aus dieser Zeit, ich finde, dass wir hatten uns alle geeint, mehr gegen den US-Imperialismus. Und ich finde es ein bisschen witzig eigentlich, dass, obwohl Deutschland damals noch nicht die volle Souveränität hatte, wir ganz klar Arbeit auch gegen den US-Basen oder für Befreiung der US-Soldaten, dass sie nach Schweden desertieren oder verschiedene Dinge, sehr direkt angegangen. Jetzt ist ganz bekannt von Juristen und so weiter wie Irlane oder viele andere, ECCHR und so, dass man eigentlich sehr viel von den Kriegen im Augenblick mindestens unterbinden könnte, die Flüchtlinge schaffen oder Flucht verursachen, wenn man wirklich hart gegen die, nicht hart, aber sagen wir, wenn man diese Recht und Pflicht aus Deutschland aus die USA einzugrenzen, zumindest die ganze verbrecherische Sachen, auch von, sagen wir, nicht nur Rammstein, aber AFRICOM in Stuttgart. Jetzt war neulich im Dezember berichtet, was auch dem US-Kongress nicht klar war, dass US-Militär ist in 53 von 54 der Ländern in Afrika. Und das wird alles dirigiert aus Stuttgart. Und komischerweise, damals hat niemand gesagt, wenn man das sagte in den 60er, oh, US-Imperialismus und so weiter, wir hatten USA, SA, SS und alles, auch Amerikaner haben das gerufen. Jetzt gilt es als sehr anti-amerikanisch und auch als vielleicht querfrontlerisch. Und jetzt wollte ich dazu fragen, weil ich denke, man muss fokussieren. Deutschland mag viel Schlimmes, aber das Allerschlimmste ist die Beihilfe zur US-Regierung hier in Deutschland, für, also größte deutsche Ursache für Flucht. Ich glaube, das ist ziemlich klar, dass die Politik der US-Regierung weltweit verursacht Kriege und beteiligt ist an der, ich sag mal, Aufrichtung einer Hegemonie und durch die Durchsetzung von unterschiedlichen auch Handelspolitiken und so weiter, die weltweite soziale Ungleichgewichte unglaublich gestärkt haben in den letzten nochmal 20, 30 Jahren seit dem Fall der Mauer. Also ob wir jetzt über die Unterstützung von transnationalen Konzernen reden, die extraktivistische Politik betreiben oder über die Interventionen, die direkten Militärinterventionen an vielen Orten weltweit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die USA da eine unglaublich schlechte Rolle spielt. Aus meiner Sicht allerdings muss ich sagen, ich sage es nochmal, wie Karl Liebknecht sagte, der Hauptfeind steht im eigenen Land, sollte man immer auch die eigene Verantwortung, die eigene Regierung, die eigene Gesellschaft adressieren in diesem ganzen Zusammenhang. Und ich habe gesagt, beide. Beide, genau. Und da, glaube ich, sind wir uns dann auch einig. Denn es ist sehr einfach, sozusagen immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn man sozusagen selber die Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Und das ist ein doppelter Mechanismus. Also ich, in der Solidaritätsbewegung gab es immer ein Phänomen, das wurde als Projektion bezeichnet. Das heißt, man projiziert den eigenen unerfüllten Wunsch, in der Lage zu sein, Revolution zu machen. Also die Aufforderung während dem Vietnamkrieg-Kongress, was ist die Pflicht des Revolutionärs, Revolution zu machen? Okay, wir schaffen es hier nicht, das projiziert man dann irgendwo anders hin und sieht es aufgehoben sozusagen in einer revolutionären Befreiungsbewegung, mit der man sich solidarisiert und dann macht man auch Revolution. Das ist eine Projektion, die einerseits verständlich ist, aber auch politisch problematisch ist, weil es, glaube ich, in erster Linie schon darum geht, auch selber politische Projekte zu entwickeln und nicht die Hoffnungen und Wünsche woanders hin zu projizieren. Und das gilt andererseits auch bei der Feindbeschreibung, sage ich mal. Es ist einfach, weil es so evident ist, die USA für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Ich glaube allerdings, dass wir hier auch im Blick haben müssen, was die Verantwortung eben der deutschen Gesellschaft und der deutschen Regierungspolitik ist für die weltweiten Probleme, die es gibt. Da waren, glaube ich, noch zwei weitere Wortmeldungen. Ja, ich habe an Kadi Wolf zwei Fragen. Und zwar die eine Frage ist die, das hat ja 68 auch in Ostberlin einige Aufregung gegeben. Ja, Leute, die damals Flugblätter verteilt haben gegen den Einmarsch in Prag. Hatten Sie dann später Kontakte, weiß ich, mit Thomas Brasch, der ist doch in den Westen gekommen, gegangen dann, ist also zu diesen Leuten, zu den Ost-68ern, ja, die vom Prager Frühling eben stark geprägt waren, ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die ich habe, ganz kurz, ich möchte noch mal auf Hölderlin zurückkommen. Da gibt es so Geschichten, dass der Strömfeld Verlag ganz ausgezeichnete Beziehungen zu Helmut Kohl hatte, in Sachen Hölderlin. Da wollte ich fragen, was ist denn da dran? Ja, der soll ja den Verlag mal gerettet haben. Also die Kontakte zu den DDR-Oppositionellen 68, die hatten wir leider nicht. Aber der Westberliner SDS, also die Leute um Rudi Dutschke, hatten gewisse Kontakte zu Wolf Biermann und seinen Freunden. Und das andere, bin ich jetzt ja in den letzten Monaten oft schon danach gefragt worden. Ich habe keine Berührungsängste gehabt, dass ich die Leute, die öffentlich sich stark gemacht haben für Hölderlin, dass ich die dann auch angebettelt habe. Und Helmut Kohl hat ja in einem Gespräch mit Kempowski im Zeitmagazin damals gesagt, Hölderlin schlägt alles tot. Und damit wollte er aber sagen, Hölderlin ist sein Liebling, ne? Und dann habe ich über keine Scheu gehabt, ihn anzubetteln, und dann hat er tatsächlich über eine Stiftung in Liechtenstein uns über 100.000 Mark zukommen lassen, und damit haben wir dann die letzten Hölderlin-Bände erscheinen lassen können. Das kam er auch zur Buchmesse drauf, kam er an unseren Buchmessenstand in Frankfurt und hat sich von mir die Hölderlin-Ausgabe erklären lassen und dann ganz stolz erzählt, dass er bei einem Besuch in China mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Hyperions Schicksalslied zusammen rezitiert hätte und die deutschen Studenten, die beim Empfang auch alle eingeladen waren, die kannten alle Hyperions Schicksalslied nicht. Und dann habe ich ihm versichert, dass ich aber das Hyperionsche Schicksalslied auch gekonnt hätte. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu K.D. Wolf oder Berufskanzleiter? Mich würde von den Ereignissen 68 auch interessieren, was damals in Sofia passiert ist. Es wäre dann doch sehr aufregend, wie da die Ost- und Westjugend aufeinander getroffen ist. Vielleicht, K.D., könntest du dazu auch noch was erzählen? Nein, so war das nicht.
Ost- und Westjugend ist da nicht aufeinander geknallt, sondern es waren die Weltjugendfestspiele in Sofia. Und wir haben schon vorher erklärt gehabt, dass wir eine Demonstration aufrufen würden zur amerikanischen Botschaft in Sofia. Und dann hat die Regierung in Sofia das ganze Viertel, in dem die amerikanische Botschaft lag, abgesperrt. Und dann haben wir mit allen, die wir dazu mobilisiert hatten, sich an unserer Demonstration zu beteiligen, haben wir uns am Eingang zu dieser Gasse, wo die amerikanische Botschaft in Sofia war, hingesetzt. Und dann kam es zu einem Zusammenstoß. Aber das war der Zusammenstoß von Westdeutschen mit Westdeutschen. Da hat nämlich das, was später DKP war, die sind also auf uns losgestürzt und haben mich vor allem ordentlich getreten. Und dann haben sie sich hinterher gewundert, dass wir auf der folgenden Delegiertenkonferenz des SDS diese Sorte Kommunismus aus unserem Verband ausgeschlossen haben. Weitere Fragen? Anmerkungen? Kleinen Moment bitte, damit das Mikro das auch aufnehmen kann. Die richtet sich weniger ans Podium, eventuell an die Anwesenden. Wie wurde denn die 68er-Bewegung in Ostdeutschland wahrgenommen? Wurde das als eine bürgerliche Sache wahrgenommen? Oder das würde mich sehr interessieren. Das, die Frage war ins Publikum gerichtet. Möchte da jemand darauf antworten? Nur ganz kurz, ich bin aus Ost-Berlin und ich bin 1948 geboren. Für uns war 68 wirklich eine Befreiung. Und wir natürlich waren nicht alle meiner Meinung, aber unter den Jugendlichen in der DDR, den Studenten und Oberschülern, war das extrem populär. Wir hätten das auch gerne gemacht, haben uns nicht getraut. Dann der Prager Frühling, das hat uns total mobilisiert. Und wir waren natürlich verzweifelt, als er niedergeschlagen wurde, aber die 68er-Bewegung war für uns ein absoluter Leitstern. Und wir haben das sehr verfolgt, was in aller Welt passiert ist. Und das hat eine ganz große Rolle gespielt. Das hat nachgewirkt, auch für die Opposition in der DDR, einschließlich der der etwas feigeren, stilleren, innerparteilichen SED-Opposition. Also diese weltweite Veränderung hat bei uns auch stattgefunden. Ein ganz neues Denken setzte ein. Man hat viel über Alternativen diskutiert. Wie können wir den Sozialismus demokratischer machen, auch nach der Niederschlagung des Prager Frühlings? Also das hat wirklich die Welt verändert, auch in den sozialistischen Ländern. Das ist meine Meinung. Naja, im Prinzip schon, aber ich fand schon damals, ich war damals zu der Zeit gerade volontierend bei der Berliner Zeitung und saß sozusagen auch an so einem Punkt, wo man viele Nachrichten zusammenliefen, die allerdings dann nicht in der Zeitung auftauchten. Also dass bei den Westberliner und Westdeutschen Protestbewegungen im Vergleich zu Frankreich die Arbeiter fehlten, dass das irgendwie da ins Leere lief. Also das war so meine von Marxismus, Leninismus, Seminaren geschulte Schulterblick, der ich mir gesagt habe, da fehlen irgendwie die Arbeiter, die bleiben irgendwie alleine. Ich hätte es nicht als bürgerlich bezeichnet, aber doch so ein bisschen abgehoben von der Basis der Gesellschaft. Kadi, hattet ihr versucht, da Bezüge zu den Arbeiterinnen und Arbeitern aufzubauen? Ganz kurz vielleicht da einhakend die Frage, ob es da sozusagen den Versuch gab, beim SDS diese Bezüge zu den Arbeiterinnen und Arbeitern aufzubauen? Ja, in den ganzen Jahren vor 68 hat der SDS eine ganz enge Zusammenarbeit vor allem mit der IG Metall und mit der IG Chemie gehabt und Seminare gemacht. Und das hat dann auch noch in der Auseinandersetzung gegen die Notstandsgesetze eine große Rolle gespielt. Die IG Metall hat ein Sekretariat eingesetzt. Da wurde leitender Sekretär der frühere SDS-Bundesvorsitzende Schauer, der dann die Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze koordinierte und die große Demonstration am 11. Mai 1968 mit uns in Bonn organisierte. Ja, ich wollte nur noch mal ergänzen, es hat
Ende 68 hat es in der DDR in Ostberlin auch so ein Kommuneprojekt gegeben, die Kommune A1 Ost. Ja, ich bin Historiker, ich habe darüber mal geschrieben. Das war sehr lustig, das ging aber ordentlich in die Hose. Also der eine Sohn von Havemann, Frank Havemann, hat da mitgemacht. Und ich weiß das von der einen, die dort mitgewohnt hat, Franziska Grosser, so eine Kinderbuchautorin. Ja, die haben sich auch mal getroffen, Ost- und West-Kommunaden im Salon von Inge Hunzinger in Friedrichshagen. Gibt es da Stasi-Berichte drüber? Ja. Aber das hat eben alles nicht so geklappt. Also die sind zum Beispiel aus der Kommune 1 Ost, die haben auch vor den Werktoren gestanden, ja, und haben den Arbeitern dann angeboten, ihre Westtüten in DDR-Tüten umzutauschen. Ja. Oder sie sind auch zu Anti-Vietnamkriegs-Demos gegangen. Ja. Aber diese Demos waren eben staatlich organisiert. Ja. Und dann sind die mit Transparenten hingegangen, Waffen für das revolutionäre Vietnam. Und dann wurden sie ganz schnell rausgeholt aus der Demo. Also das ging, der Versuch ist wohl gescheitert. Also nach einem Jahr oder ein bisschen länger, da hat sich die Stasi schon Mühe gegeben, das Projekt zu beenden. Ja, aber das war dann eben so, alles was im Westen ging, ja, der Marsch durch die Institution, ja, das hat im Osten dann nicht geklappt. Das hatte dann so einen Beigeschmack von Kollaboration. Da haben dann einige aus dieser Kommune, die waren ja dann stolz, als man sie gefragt hat, ob sie nicht Kundschafter werden wollen bei der Staatssicherheit. Endlich fragt uns mal wer. Ja, wir sind ja auch gute Sozialisten. So, und das ging dann, also das Ende vom Lied ist, dass in der Wende 89, im Herbst 89, war von den Akteuren von damals, von 69 niemand dabei. Ja, die waren alle irgendwie im unpolitischen Nirvana hängen geblieben. Oder wie Franziska Grosser eben im Westen. Ja. Danke. Damit haben wir jetzt noch mal ein paar Eindrücke von 68 im Ostdeutschland, in Ostberlin mitbekommen. Uwe Sonnenberg? Ja, dann nutze ich die Gelegenheit, noch mal 68 oder ein paar Jahre davor rüberzugehen nach Westdeutschland. Ganz am Anfang, Herr Wolf, hatten Sie erwähnt, dass es diese Aufrufe gab und sogar auch praktische Hilfe für desertierende GIs nach Schweden. Waren es jetzt wirklich bloß eine Handvoll Mitzwanziger Studenten, die da involviert waren? Eine fixe Idee, wir machen das jetzt mal. Und also als erste Frage. Und zweitens, gibt es da irgendwie eine Aufstellung, wie viele Leute tatsächlich nach Schweden gerettet werden konnten? Nein, das war nicht nur eine Sache von ein paar Leuten, sondern das war ein Projekt und eine Kampagne vom SDS. Der SDS hat Geld gesammelt für die vietnamesische Befreiungsfront und hat diese Kampagne bei den GIs in den Kneipen von den GIs und so weiter organisiert. Wir wissen es natürlich nicht genau, aber allein was unmittelbar betreut wurde und nach Schweden ging, es waren Tausende. Tausende. Die Bundesanwaltschaft, die unsere Telefone abgehört hat und uns kontrolliert hat, die müssten es natürlich genau wissen, aber die werden es uns nicht sagen. Gut, vielen Dank. Vielen Dank für diese Beiträge. Möchtet ihr abschließend noch was sagen? Nee? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich glaube, dieses Jahr wird es sehr, sehr viele Publikationen in Medien und Veranstaltungen geben zum Thema 68. Ich halte es wirklich für wichtig, dass man versucht, diese Beschreibung von 68 als eine Freakshow, die dann teilweise in irgendwelche nationalistischen oder andere problematischen Tendenzen ausgefasert ist, zu beschreiben, dass man dem was entgegenhält und dass man wirklich versucht nochmal zu schauen, was war damals eigentlich der Impuls für diese Revolte. Und ich glaube, es war eben tatsächlich, wie ich eingangs sagte, eine globale Revolte, das ist sehr wichtig, eine internationalistische Revolte. Es gab sehr, sehr gute Gründe, damals auf die Straße zu gehen, und man sollte da jetzt nicht sich im Nachhinein zu sehr in die Suppe spucken lassen, auch wenn es natürlich in der Folge manche problematischen Protagonisten gab, die aus 68 hervorgegangen ist, aber das sollte nicht dazu dienen, die ganze Bewegung zu delegitimieren. Und um die
Kurve jetzt dann doch nochmal rund zu machen, zurück zum Vietnamkongress. Sie sind im Foyer an der Ausstellung 50 Jahre TET-Offensive vorbeigelaufen. Dort werden Originalplakate der internationalen Solidarität mit dem Vietnamkrieg gezeigt. Und anders als auf dem Flyer zur Ausstellung dargestellt, ist die sogar nicht nur bis 22. Februar, sondern sogar noch bis Mitte, Ende März zu sehen. Sie haben also noch Gelegenheit, sich das bis 5. März. Sie haben also noch Gelegenheit, sich das anzuschauen. Außerdem nochmal der Hinweis, dass Sie sich vielleicht beim Rausgehen noch einmal in die Teilnehmerinnenliste eintragen, falls Sie das noch nicht getan haben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, KD Wolf, Boris Kanzleiter, und bei Ihnen für das interessante Gespräch und wünsche einen schönen Abend. Und Sie können auch meine neuen Prospekte mitnehmen. Vielen Dank.